Nicht nochmal zeigen, wie das geht, das haben wir schon zweimal gemacht. Im Prinzip wie das Knoblauchbrot, nur statt einem Röhrchen Knoblauch pro Kilo Mehl ein Röhrchen Curry. Und Kümmel ist keiner drin, weil ich keinen da habe, aber Kümmel ist immer gut. Ein Brot. Jo. Langsam fängt es in der Pfanne an zu brutzeln. Das finde ich sehr gut. Das heißt, wir haben es gleich geschafft. Ja. Ich glaube, das Video war heute ein bisschen langweilig, aber mal was soll ich machen? Ja. Ihr wolltet Kochvideos haben und jetzt kriegt ihr die ja. Und ja, eineinhalb Wochen sind wir schon geschafft. Zweieinhalb Wochen habe ich noch vor mir. Ich freue mich ja ganz ehrlich und echt schon wieder mal auf ein Stück Fleisch. Das ist so. Das ist wirklich wahr. Und vor allem auf Salzwasserfisch. Lecker Salzwasserfisch. Gar nicht so wegen der Omega-3 und so Gesundheit und bla. So ein Veganer wollte man mal sagen, dass die Fische das nur haben, weil die Algen fressen und das braucht man ja gar nicht und bla. Und so ein Hardcore-Typ. Ich habe den Kontakt mit der anderen Buddhiste, Hardcore-Buddhist, der mich da mal bekehren wollte. So richtig fanatisch, so faschistisch schon fast. Und das ist wohl mal zu viel. Also nichts gegen den Typ, eigentlich mag ich den, aber. Meh. Meh. Muss ich, kann ich mir nicht geben, tut mir leid. Ja. Und mir geht es beim Salzwasserfisch gar nicht um die Omega-3. Ich meine, die sind gut. Die sind gut, dass sie drin sind. Und es ist auch gut, dass ich die so dadurch regelmäßig zu mir nehme, weil sie, ja, aber wenn die da nicht drin wäre, würde ich trotzdem Salzwasserfisch essen, weil es einfach lecker ist. Und warum auch immer finde ich Salzwasserfisch sehr viel leckerer wie Süßwasserfisch, keine Ahnung. Ich stehe nicht so auf Forelle, ich meine, kann man mal essen, ja. Aber kaufen würde ich mir das nicht. Karpfen ist lecker, aber wo kriegst du schon Karpfen? Kleiner Junge habe ich mal einen hochgehoben, der war so groß wie ich, der war tot. Mein Opa hat den geangelt. Wir sind immer angeln gegangen. Ausgerechnet da, wo er den gefangen hat, war ich nicht dabei, weil ich wurde gezwungen, Mittagsschlaf zu halten. Da war ich schon fast erwachsen, ich war 6 Jahre alt. Trotzdem, das hat mich auch gekotzt. Aber der war lecker. Der war richtig lecker. Oder am Altreus sind wir einmal angeln gegangen. Haben wir Rotaage, wirklich Rotaugen heißen die, haben wir gefangen. Und Brise. Bei die Praxis geschrieben wäre, ich weiß auch nicht, warum mein Opa immer Brise gesagt hat. Aber die waren auch lecker als Backfisch. Zander ist auch lecker, aber ey, das kriegst du überall nirgends. Alles, was du zu Kaffee kriegst an Süßwasserfisch, eigentlich sind Forelle und die finde ich irgendwie nicht so toll. Ah ja, Lachs, Lachs zählt als Süßwasserfisch, habe ich letztens auf YouTube was gesehen. Der Lachs zählt als Süßwasserfisch, weil er im Süßwasser laicht. Ich habe mir gedacht, what the fuck, der Lachs ist ein Salzwasserfisch. Er ist für mich ja weiterhin ein Salzwasserfisch, ist mir scheißegal, was die babbeln. Ja, weil er lebt im Salzwasser, das ist mal Wackt, das ist mal sowas von Wackt. Ja. Nur weil der zur Eiablage im Süßwasser schwimmt, ja mein Gott. Aber hey, ich habe es jetzt 1,5 Wochen durchgehalten, ne? Ich wurde auf harte Proben gestellt, wie zum Beispiel den Sushi, den frischen Sushi, den ich schon immer mal essen wollte. Und nicht allein, dass er noch da war, nein, er war sogar 30% billiger. Und ich habe widerstanden und das werde ich jetzt auch noch 2,5 Wochen schaffen. Aber dann, wenn die rum sind, oh, ich freue mich schon auf Fleisch. Ich sag's, wie es ist. Wobei, ich muss sagen, die panierte Zucchini, ja, die panierte Zucchini, und die wäre ich mir, dafür wäre ich mir wahrscheinlich heute noch eine Mal. Ich habe nämlich noch eine Zucchini da, und wie gesagt, das reicht mir nicht. Und bis der Eiersalat fertig ist und das Brot und bis das Video gedreht ist und bla. Vorbereitungen, ja, bis dahin bin ich verhungert. Weil mit den paar Kiwis da komme ich nicht weit. Ja, und jedenfalls, ich werde mir heute nochmal, die sind besser wie jede Schnitzel. Ich schwöre, die sind besser wie jede Schnitzel. Geh ja leicht in Richtung Backfisch. Voll lecker. Voll lecker.
Vor ein paar Tagen bin ich noch mit dem Essen nicht nachgekommen. Ja, die Zeit wird wieder kommen. Zeit wird wieder kommen. Und ich habe mir auch schon was überlegt, dass ich dann wieder Kleinigkeit dann, also ich habe mir die Kleinigkeit schon überlegt, die ich dann mache. Ja, wenn ich wieder nicht hinterher komme, um dann immer wieder hinterher zu kommen. Aber scheiß drei Minuten, bevor ich das dumm mache. Ich tippe nichts, also ich könnte genug kochen und so, aber es ist jetzt nichts mehr von den letzten paar Tagen da. Ich habe alles gegessen. Alles weg. Ausgerechnet halt. Ein, wo ich es brauchen kann. So. Hat sich bis jetzt nicht viel verändert, aber ich zeig's euch einfach nochmal hier. Die Kiwi in der Pfanne mit dem Backzeug. Und die drehe ich jetzt rum. Mal gucken, ob es im Süd bleibt. Ich glaube, die Kiwis sind etwas zu weich, um das zu machen. Obwohl, nee, da ist der Backteig jetzt dran gelegt. Andere, das Stück sieht irgendwie aus, als wäre da kaum noch Backteig dran. Aber ich sehe, es ist noch dran, der ist nur noch sehr hell. Ja. Also ich habe schon Früchte in Backteig schon gemacht, aber da habe ich Ananas genommen. Ja, Ananas sind natürlich deutlich härter. Aber sieht doch gar nicht so schlecht aus. Jetzt einschlaft jetzt. Ihr wisst, ihr habt es vielleicht bei der gefüllten Paprika gesehen. Und was nichts wird, habe ich auch kein Problem damit, dass ich Einzug stehe, aber ui, 46 Minuten. Also Leute, um es kurz zu machen, ihr habt es gesehen, es dauert jetzt schon Jahre, um das Ding hochzuladen. Ja, vielleicht packt es vor meinem 35. Geburtstag. Ich bin jetzt 32, seit ungefähr einem halben Jahr. Kleiner Scherz, aber es braucht ewig zum Hochladen. Und ich kann mir kaum noch vorstellen, dass jetzt noch jemand zuguckt nach über einer Dreiviertelstunde. Ja, ich weiß, ich habe ein paar Fans, die gucken bestimmt noch. Hab euch lieb. Und euch anderen habe ich auch lieb, außer euch Hater. Euch habe ich zwar trotzdem lieb, aber das braucht ihr nicht zu wissen. Naja. Wie gesagt, morgen gibt es Eiersalat mit Currybrot. Eiersalat mit Mandarinen. Ja. Und dass das Video nicht noch länger wird, sage ich jetzt nochmal Tschüss. Und bis morgen.